Das sicherlich interessantere Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft in dieser Länderspielpause gegen die Niederlande in den schwarzen Trikots. Deutschland von rechts nach links im ersten Durchgang. Zunächst die Gastgeber hier in der Johann Cruyff Arena mit der Spieldominanz, aber sie kamen noch nicht wirklich zu Torchancen. Deutschland nach dem 2:0 gegen Israel hier auf Konter ausgelegt. Sané zu Havertz. Und nach 17 Minuten stand es 1:0 für die Gäste. Stark gespielt, extrem guter Pass hier in den Lauf von Leroy Sané. Der hat dann nochmal das Auge. Und wie schon gegen Israel trifft auch hier Kai Havertz. Die Niederlande aber gewannen 4:2 gegen Dänemark, hatte also vor allem in der Offensive starke Szenen und jetzt kamen sie auch über Blind zum ersten guten Abschluss. Findet Berghuis in der Mitte, der den Ball artistisch mitnimmt. Doch das Bein von Manuel Neuer verhindert den Ausgleich. Trotzdem merkte man weiterhin der deutschen Nationalmannschaft an, dass Kimmich in der Zentrale fehlte. Das war doch schon eine arge Schwächung. Die Struktur fehlte, das Tor fällt dennoch über die Außenseite. Das 1:1 nach einer halben Stunde. Bergwijn ohne Probleme dann. Neuer irrt etwas durch den 5-Meter-Raum. Ein Fehler kann man ihm aber hier nicht ankreiden. Nur 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Das gleiche Bild. Die orange gekleideten Gastgeber wirklich mit einer richtig guten Partie. De Jong zu Memphis Depay, der diesmal aber am überragenden Manuel Neuer scheitert. Der macht sich groß, der Schlussmann, und verhindert, dass das Spiel sogar noch komplett gedreht wird vor der Pause. 1:1, also etwas schmeichelhaft nach 45 Minuten. Das musste jetzt schon etwas besser werden, aber die Niederlande, sie hörte nicht auf mit dem Sturmlauf. Es ging gut ab nach vorne. Wieder Memphis Depay. Nico Schlotterbeck, aber der sich reinschmeißt an der Seite von Rüdiger, hält hier die Wade hin. Der hätte ziemlich gefährlich werden können. Es kam wenig zustande bei Deutschland. Manuel Neuer fängt den Ball ab und spielt dann auf Rüdiger, der mit dem Katastrophenrückpass. 59. Minute, Eigentor, und was für eins. Wird da etwas unter Druck gesetzt, aber deswegen, genau deswegen, Rückpässe immer neben das Tor spielen. Verdient war diese Führung nichtsdestotrotz. Deutschland merkte man jetzt noch einmal an, dass da eine gewisse Verunsicherung zu spüren war. Oder vorhanden war vor allem, das spürte man. Hier Neuer reagiert gut nach dem abgefälschten Schuss von Blind. Noch 20 Minuten zu spielen. Kam nochmal eine Reaktion. Thilo Kehrer über die rechte Seite. Havertz, Werner, Gündogan. Da findet keiner die Lücke. Neuhaus bleibt hängen. Der Kopfball von Müller. Für Drommel kein Problem. Also nicht Marc Flecken im Tor vom SC Freiburg hätte man auch erwarten können. Aber unter dem Strich der Keeper der Niederlande sowieso ziemlich selten gefordert. Aber eine Möglichkeit sollte sich Deutschland noch bieten. Neuhaus, Werner, gut weitergeleitet zu Thomas Müller. Aber Drommel bleibt stabil, die Fahne blieb unten, der Treffer hätte gezählt, aber etwas zu wenig Druck, und so bleibt es bei diesem knappen 2:1. Nach den Spielanteilen verdient in der Entstehung etwas unglücklich.